Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Orakel der Seele für die Woche vom 12. bis 18. August. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind, und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen in dieser Woche auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meine kleine Helferin zur Hand, das Kollektiv Mädchen, das ich stellvertretend für uns alle schon mal die kommende Woche vorausschicke, schaue, was ihr widerfährt und somit was uns widerfahren wird. Dann gehen wir mal los. Ja, spannend. Ich sehe nicht unser Kollektiv Mädchen, ich sehe einen Eisklotz. Und ich frage gleich mal, was das bedeutet. Ah, da kommt sofort, das ist das Kollektiv Mädchen heute nur mal in anderer Form. Zum besseren Verständnis, okay. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Dieser Eisklotz wird sehr schnell gasförmig. Wasser hat ja verschiedene Aggregatzustände. Im kühlen Zustand ist es ja Eis, dann kommt Wasser und dann geht es im gasförmigen Zustand über. Und dieser Eisklotz geht sehr schnell eben vom ganz Festen in das Gasförmige und dann wieder zurück in Wasser. Also dann hat es so einen mittleren Aggregatzustand. Warum diese Metapher oder dieses Bild? Ah, okay, das ist im Speziellen für mich bestimmt, um es auch besser erklären zu können, denn tatsächlich verwende ich dieses Bild öfter mal, wenn ich über Schwingung rede. Denn alles um uns herum und wir selbst sind Schwingung. Wir sind Moleküle, die schwingen. Wir schwingen recht langsam, deswegen sind wir fest. Wir sind ein bisschen grobstofflicher. Genauso ist es mit Eis. Diese Moleküle schwingen langsam, wenn sie dann schneller werden, dann werden sie zu Wasser, also wird das Eis zu Wasser. Wenn sie noch schneller werden, unter großer Hitze zum Beispiel, unter hoher Energie, werden sie gasförmig. Und das durchlaufen wir diese Woche. Von unserem grobstofflichen Sein kommen wir an so einem Wendepunkt ins Gasförmige, in eine höhere Welt. Wir werden verfeinstofflicht, wir werden ein bisschen wie ein Geist. Natürlich nicht auch wirklich physisch, sondern mehr energetisch. Also du musst dir da keine Sorge machen, dass du dich auflöst in dieser Woche. Aber es passiert etwas mit unserem Inneren, da rede ich gleich drüber. Und dann geht es zurück zu so einem mittleren Zustand. Der Wendepunkt, bevor ich das noch genauer erkläre, der Wendepunkt ist wirklich Mitte Monat. Das verwundert mich gar nicht, denn wir haben am 15. August nicht nur Vollmond, sondern auch eine Mariä-Himmelfahrt. Das kennen vielleicht nur die unter uns, die in Bayern leben oder in Österreich, ist glaube ich auch so. Da ist es noch ein kirchlicher, ein gesetzlicher Feiertag, nicht überall, bei uns in Baden-Württemberg auch nicht. Aber worum es da geht, ist, dass Maria eben in den Himmel geht. Das ist ihr Tag. Und es wird mancherorts auch als Maria-Vollendung bezeichnet. Das bedeutet einfach, dass sie auch eben aus diesem grobstofflichen Irdischen in die höhere geistige Welt übergeht. Und da sind eben die Energien sehr hoch dafür, plus Vollmond. Vollmond steht ja auch für Vollendung, etwas zu Ende bringen. Und das ist es. Das heißt, wir machen eine große Transformation durch. Vieles Altes wird nochmal losgelassen, das, was uns schwer macht, Ballast, das, was wir von anderen übernommen haben, alte Glaubenssätze, Grenzen, die wir uns auferlegen. Wir können die loslassen und das wird begünstigt von außen durch hohe Schwingung, die nicht spurlos an uns vorbeigeht. Und dadurch haben wir mehr Kontakt zur geistigen Welt. Also wir werden vermutlich, also teilweise wirklich ganz konkrete Botschaften bekommen. Es kann sein, dass du intensiver träumst. Es kann sein, dass du Tagträume hast. Es kann sein, dass du plötzlich etwas hörst oder riechst, was gar nicht da sein kann. Also du kommst näher an die geistige Welt ran. Das soll uns dieses Feinstoffliche, das soll uns dieses gasförmige Wasser mitteilen. Dass wir in eine hohe Ebene kommen, in eine hohe Schwingung, Kontakt eben sehr stark zur geistigen Welt aufnehmen. Wenn du das noch kontrollierter machen möchtest, kann ich dir gerne meinen Hellsinne-Kurs ans Herz legen. Ich werde das unten auch verlinken. Da geht es eben auch darum, die eigenen Sinne zu öffnen. Ich bin ja überzeugt davon, dass wir alle von Geburt an mediale Fähigkeiten haben, dass wir hell sehen, hell hören, hell fühlen, hell wissen etc. können. Und das lernt man eben noch gezielter in meinem Hellsinne-Kurs mit vielen Meditationen, Wissensteilen, Seelenreisen, Übungen. Also das wäre vielleicht eben was für dich, wenn du gerade in dieser Woche noch weitergehen möchtest und das noch kontrollierter nutzen möchtest und deine Sinne noch länger offen halten möchtest. Das an dieser Stelle, das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil es wäre sicher super passend in dieser Woche. Genau, aber um weiterzugehen, es wird was Interessantes passieren, aber eben noch mehr in der geistigen Welt oder eben in Träumen oder dass sich plötzlich auch etwas auflöst. Vielleicht ein Konflikt, den du schon lange hattest, Streitereien oder ja, irgendwo eine
Disharmonie mit vielleicht Verwandten, Freunden oder so. Und das kann sich auflösen in dieser Woche. Dafür darfst du auch offen sein. Da bist du auch nicht mehr so sehr im Ego. Manchmal will man ja auch einfach nur Recht haben. Ich stelle ja immer gern die Frage, willst du Recht haben oder glücklich sein? Und das löst sich, indem wir in einen höheren Bewusstseinszustand kommen. Und nach diesem Wendepunkt geht es wieder so ein bisschen von vorne los. Vollmond, Vollendung, gibt einen Neubeginn. Und da kommen wir eben in diese Wasserform. Das heißt, wir finden ein gutes Mittelmaß zwischen irdischem Leben, geistiger Welt und dass wir so dazwischen sind. Ja, das ist ja auch zum Beispiel das Mediumsdasein, dass man Vermittler, Vermittlerin zwischen den Welten ist. Und das können wir immer mehr selbst. Das heißt, das kann jeder auch, wenn du jetzt nicht ausgebildetes Medium bist oder dich noch nicht so sehr mit Spiritualität beschäftigt hast, es wird immer offener. Und der Zugang oder auch der Schleier zwischen den Welten wird immer dünner und wir können immer mehr hin und her wandeln. Deswegen dieses Wasserstoff, oder nee, nicht Wasserstoff, Wasserförmige, dieses Mittlere. Ne? Wir sind zwischen beiden Welten, das ist gut so. Also es wird eine extrem spannende Woche, in der du einiges erleben kannst, aber eben gerade auch viel Kontakt zur geistigen Welt aufnehmen kannst. Erschreck dich nicht, wenn vielleicht mal ein Geist anklopft oder ein Verstorbener mit dir Kontakt aufnimmt. Erschreck dich nicht, wenn du plötzlich Dinge hörst, die dich da sind oder du plötzlich etwas weißt, wie so ein Geistesblitz oder ein Gedankenblitz. Also da kann vieles passieren und das kann sich natürlich wieder auch in der physischen Welt, in unserer irdischen Welt hier umsetzen. Ich bin gespannt, was es bei dir sein wird, wenn du an irgendeiner Stelle sonst noch Unterstützung brauchst oder nicht weißt, was hat mich da jetzt kontaktiert oder ich habe die Botschaft nicht ganz verstanden, kannst du auch gerne auf der werbistu.com-Seite vorbeischauen. Da gibt es ganz wundervolle Seelenhelfer, die dich da optimal und wirklich genial beraten können. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.